Hallo, ich heiße Mirja und ich bin Hebamme und arbeite im Geburtshaus. Ich arbeite hier zusammen mit 7 weiteren Kolleginnen. Wir sind ein großes Team und haben uns wiederum eingeteilt in kleine Teams und als solche begleiten und betreuen wir die Frauen im besten Falle vom Beginn der Schwangerschaft an bis zum Ende des Wochenbettes. Hier im Haus begleiten wir so plus minus 120 Geburten im Jahr. Und die Idee ist, dass wir die Frauen wirklich schon am Beginn der Schwangerschaft kennenlernen, durch die Schwangerschaft hindurch begleiten, bis in die Geburt, im Geburtshaus, hier oder auch zu Hause, dann weiter im Wochenbett begleiten und dann ja, manchmal nach Wochen, Monaten bis zum ersten Lebensjahr, solange wie halt gestillt wird, in der Begleitung der Frauen sind. Wir als Team arbeiten alle freiberuflich, das heißt, jede Hebamme ist wirklich im Prinzip selber für ihr Tun verantwortlich, aber wir arbeiten gemeinschaftlich hier im Haus und haben natürlich Verabredungen und Absprachen. Und das macht das Arbeiten einerseits sehr selbstständig, aber andererseits auch als gemeinsame Sache. Die Arbeit, die wir hier machen, also Schwangerenvorsorge, Geburtsvorbereitungskurse, die Geburtsbegleitung, ist Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, sodass wir über die Krankenkassen abrechnen können und den werdenden Familien geringe Eigenkosten schon angelastet werden. Das ist aber nur in Anführungsstrichen die Rufbereitschaftspauschale, die wir nehmen. Und ansonsten, also die Geburt selber als Leistung ist über die Krankenkasse abgerechnet. Läuft gut. Die Begleitung der Schwangerschaft erfolgt natürlich gerne über uns, aber auch in Kooperation, zum Beispiel mit den Frauenärzten. Was wir hier ja nicht machen können, ist der Ultraschall zum Beispiel. Und da sind wir sehr froh und dankbar, dass wir da verschiedene Frauenärzte hier haben, die das auch übernehmen können und mit begleiten können. Blutabnahme, das normale Wachsen und Gedeihen der Schwangerschaft können wir begleiten und alles, was in den pathologischen Bereich geht, geht über die Frauenärzte. Und so arbeiten wir eben in Kooperation mit den Ärzten. Mal machen die mehr, mal machen wir mehr. Das ist natürlich auch im Anliegen der Frau, wie das gut für alle Beteiligten passt. Außerdem kennen wir verschiedene Osteopathen, Physiotherapeuten, Therapeuten in jeglicher Art, die so ganz gut in der Zusammenarbeit sind. Und wenn wir jetzt auf die Geburt schauen, ist es natürlich so, dass wenn wir merken, eine Geburt dauert doch sehr, sehr lange, der Wunsch nach einem Schmerzmittel, nach einem starken Schmerzmittel steigt oder irgendwas in die Richtung, wir haben das Gefühl, die Geburt läuft nicht ganz glatt, sind wir sehr dankbar, dass wir 2 richtig gute Kliniken in unmittelbarer Nähe haben und auch die anderen Kliniken der Stadt sind so, dass man, wenn, ja, dass wir da einfach gut hinverlegen können im Falle des Falles, dass wir hier die Geburt abbrechen müssen. Und ich bin immer wieder sehr froh und dankbar, dass da die Kliniken, dass es die gibt und dass die dann Dinge machen können, die uns hier einfach nicht gegeben sind, wie zum Beispiel eine PDA oder ein starkes Schmerzmittel oder aber auch mal einen schnellen Kaiserschnitt. In der Empfehlung oder auch Begleitung in der Schwangerschaft für die Frauen haben wir, wie gesagt, wir sind ja ein Team von 8 Hebammen und haben da verschiedene, ja, jeder hat so sein Steckenpferd, was sie vielleicht gerne macht oder begleitet, da gibt es die Homöopathie, da gibt es Massagen, geburtsvorbereitende, ja, verschiedene Dinge, die wir auch mit anbieten, eben als großes Team. Nicht jede Hebamme macht alles, nicht jede Hebamme muss alles machen. Und was wir auch gerne rausgeben und empfehlen, ist dieses Programm von dem Spinning Babies, wo die Frauen in der Schwangerschaft einfach eigenständig und gut üben können und machen können, dass das Kind sich gut
positioniert ins Becken und in den Bauch und dass die Muskeln und die Sehnen einfach entspannen, aufspannen, loslassen können, dass gute Bedingungen geschaffen werden für eine gute Geburt. Und das ist vielleicht auch letztlich unser Ansinnen, warum wir dieses Haus hier haben und warum wir diesen Raum zur Verfügung stellen. Es ist eine Möglichkeit für eine gute Bedingung, gute Bedingungen zu schaffen für eine gute Geburt. Es gibt viele andere Möglichkeiten für gute Bedingungen und natürlich ist es letztlich so, dass alle Beteiligten, also die werdende Mutter, letztlich aber auch die Hebamme, der Vater, der Partner, die Partnerin, dass alle sich wohl und sicher fühlen. Und das ist nicht unbedingt örtlich festgelegt, aber hier ist eben eine Möglichkeit, eine gute Atmosphäre zu schaffen, eine warme Raumatmosphäre, dass die Frau sich frei fühlt und gut fühlt und sicher fühlt. Denn wir wissen, wenn wir uns sicher fühlen, können wir gut loslassen. Und dann kann sie auch ihr Kind gut loslassen. Unser Geburtshaus ist eine hebammengeleitete Einrichtung. Das heißt, es ist kein Arzt vor Ort. Die Geburten finden ohne Arzt statt. Wenn ein Arzt nötig ist, dann verlegen wir ins Krankenhaus. In der Regel verläuft das in Ruhe, wir fahren mit dem PKW und übergeben dann die Frau an die Kollegen im Kreissaal. Und wenn ärztliche Hilfe nötig ist, dann wird das dort geregelt. Wir haben in etwa eine Verlegungsrate von 15-20% und arbeiten eng und gut mit den umliegenden Krankenhäusern zusammen. In der Regel rufen wir dann im Kreissaal an, informieren die Kolleginnen im Kreissaal und fahren dann los. Die Geburt im Geburtshaus wird von der Krankenkasse bezahlt. Einzig bleibt für die Frauen, dass sie eine Rufbereitschaftspauschale bezahlen an uns Hebammen. Das wird teilweise auch von der Krankenkasse erstattet, aber nicht komplett. Und es gibt auch Hebammen, die im Kreissaal arbeiten als Beleghebammen, die sind auch freiberuflich, so wie wir. Das ist aber nicht das, was wir im Geburtshaus abdecken. Das bedeutet, dass wenn die Geburt eben nicht im Geburtshaus oder auch zu Hause stattfinden kann, dass die Frauen bei einer Verlegung in die Klinik dann auch weiter von der Hebamme dort und von den Ärzten dort betreut und begleitet wird. Ja, damit möchte ich enden. Ich hoffe, dass ein bisschen was an Info rüberkam und vielen Dank.